Sauer macht lustig. Oder wie es eigentlich richtig im alten Sprichwort heißt, gelüstig, also appetitanregend. Nicht umsonst werden Sauerbiere oft im Food-Pairing zu Vorspeisen kombiniert. Und damit hallo, liebe Brauer und Bierliebhaber, zu unserer heutigen Delight-Folge über Sauerbier. Das eine Sauerbier gibt es eigentlich nicht. Unter dem Begriff Sauerbiere werden mehrere Stile zusammengefasst. Diese sind zum Beispiel Lambic, Göse, American Spontaneous Ales, Berliner Weiße oder Gose. Geschichtlich kann man eigentlich davon ausgehen, dass früher, vor der Erfindung der heute gängigen Konservierungsverfahren, alle Biere eine säuerliche Note aufwiesen. Das lag einfach an Milchsäureinfektionen, Bakterien oder wilden Hefen, denen das Bier während der Gärung ausgesetzt war. Je nach Witterung, Temperatur oder Jahreszeit war es früher also auch immer ein bisschen auf Zufall aufgebaut, welchen Geschmack das Bier nach der Gärung hatte. Mit der Erfindung der Pasteurisierung und sterilen Brauprozessen verschwanden die Sauerbiere eigentlich erst einmal in fast allen Regionen der Welt. In manchen Teilen erhielt man allerdings diesen Bierstil, wie beispielsweise in Belgien. Dort haben Sauerbiere eine große Tradition und sind sogar mittlerweile Weltkulturerbe. Charakteristisch liegen die Sauerbiere zwischen 11 und 19 Grad Plato mit einem Alkoholgehalt von ca. 5 bis 11%. Bei den Bittereinheiten bewegen wir uns zwischen 10 und 20 IBU. Sie sind natürlich säurebetont, fruchtig, haben einen leichten Malzcharakter und sind im Abgang meist trocken. Als Gärverfahren wird entweder die Spontanvergärung oder eine Mischgärung angewandt. Mittlerweile sind Sauerbiere wieder weltweit auf dem Vormarsch und nicht nur bei echten Bierkennern, im wahrsten Sinne des Wortes, erneut in aller Munde. Wir haben für euch einen unserer Kunden aufgesucht, um noch mehr über die Welt der Sauerbiere zu erfahren. Die Brasserie de Franche-Montagne, kurz BFM, in der Schweiz. Ich habe die Brauerei BFM, als ich sehr jung war, gegründet. Wir waren ein bisschen Pioniere von Craft Beer, in der Schweiz wenigstens, obwohl es damals keine Craft Beer war. Es war ein kleines Projekt von einem komischen Guy in der Schweiz. Als wir starten, unsere Einflüsse kamen mehr aus Belgien. Darum haben wir diese Obergärige mit Flaschengärung und manchmal brauchen wir Gewürzen. Wir haben nie Kategorien wie Pale Ale gefolgt, aber immer nach unserer Soße gemacht, mit ein bisschen originell. Und dann kam diese Sauerbierlinie, die ich glaubte, wir waren die Einzigen in der Welt, das zu machen. Und dann haben wir entdeckt, wir sind viele Brauer in diesem Bierabenteuer. So, Sauerbier ist etwas ein bisschen kompliziert. Denn es ist nicht etwas, das man am ersten Schluck lieben kann. Man muss Sauerbier adoptieren. Für mich ist das die Kategorie von Bier, die bringt mehr Emotionen. Das heißt, man kann das hassen und man kann super Entdeckungen machen. Unsere Sauerbier sind natürlich immer im Eichenfass gelagert, sind keine Sour Mashing. Ich glaube, die haben wirklich eine gewisse Komplexität und Typizität. Und das passt mir, denn es ist fast weinlich. Barrel Aging ist eine Frage von Geduld. Ohne Zeit hat man nichts Interessantes, aber mit der Zeit kann man Probleme mit Bieren haben, die werden zu sauer oder mit Essig sauer. Dann muss man jedoch was verkosten, sehen, was da drin ist, um zu überlegen, mit was für ein Fass kann ich es kombinieren, um ein Abbaye de Saint-Bonchien zu herstellen.
Brauprozess ist sehr einfach. Es ist wie andere Biere. Überall ist für mich ist Läuterbottich. Diese Läuterbottich von Schulz, die sind so genau. Die Läutertun sind super, darum habe ich 2 eingekauft. Wenn ich andere Brauereien besuche und sehe, was die als Systemen haben, dann ist hat die Produktion keine Regelmäßigkeit, finde ich. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich. Man weiß, wenn man 40 Hektar zu 15 Plateau braucht, hat man diese 40 Hektar zu 15 Plateau. Der Brauprozess ist immer das Gleiche. Ich werde jetzt sagen, Lagerprozess ist mehr kompliziert. Denn was passiert in den Eichenfässern, dauert zwischen 6 Monaten und 2 Jahren. Und da hat man wirklich interessante Änderungen durch die wilden Hefen oder die Bakterien, die leben im Eichenfässer. Und ich glaube, das richtige Mehrwert von unseren sauren Bieren ist das Blending. Man muss diese Fässer zusammen kombinieren, um eine gewisse Idee zu erreichen. Denn irgendeiner Brauer kann Bier in einem Eichenfass legen, aber dann ein Bier, das trinkbar ist, ist noch etwas anderes. Und dass es trinkbar ist, kann ich nur bestätigen. Also auf jeden Fall bei Gelegenheit mal die Sauerbiere von BFM verkosten. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Oder folgt uns auf Social Media. Aktuelle Inhalte rund ums Brauen, Melzen und Destillieren findet ihr auf unserem Blog Schulz Insight. Bis zum nächsten Mal. Prost!